Ey, irgendwie kriegen die das eh noch gedreht wieder, dass da irgendwie keine Truppen von uns irgendwie gut sind. Perfekt, perfekt, perfekt. Der Sepp kam viel zu spät. Ups, ja okay, sie haben ups geschrieben, das heißt, wir haben ja auf jeden Fall schon mal den Tower down, glaube ich. Komm, 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 komm. Ja! Oh mein Gott, Leute, jetzt nur noch verteidigen. Gar kein Elixier wasten. Lass mal ganz entspannt rechts, immer auf rechts. Also ja, nichts Teures setzen. Yo Leute, was geht? Ich bin Sutranix und willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale vom Level 1 Account und heute habe ich einen Gast am Start und zwar Anonym Chris. Hey meine Freunde, ich bin der Anonym Chris und heute zocken wir richtig nice Duo-Kämpfe. Genau Leute, und zwar werden wir heute Duo-Kämpfe mit einem Level 1 Account und einem Level 13 Account machen. Das wird richtig, richtig spannend, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Übrigens hat Anonym Chris auch einen YouTube-Kanal, ich verlinke euch den Kanal einfach mal unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Da sind wir auch direkt im ersten Game angelangt und die Gegner haben einfach ein Durchschnittslevel von 11, oh mein Gott. 4 Level Unterschied, ja. Ja, 4 Level, Leute. Oh mein Gott. Okay, ich starte mit dem Funky rechts. Okay, die kommen links. Wir müssen auf jeden Fall erstmal immer erst verteidigen. So, okay, da muss ich nichts machen gegen. Das kriegt deine Musketierinnen oder der Tower sogar. Hier nehme ich dann mal... Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Riesen- und Mini-P.E.K.K.A. Okay, ja, das war gut. Das war auf jeden gut, der Mini-P.E.K.K.A. Ich hatte nämlich kein Elixier mehr. Oh shit, Leute, okay. Ja, das sollte alles eigentlich verteidigt sein. Hier nehme ich mal einen Mega-Ritter auf der rechten Seite. Oh Gott, der war ein bisschen zu früh. Ich dachte, den kriege ich ein bisschen weiter nach vorne gedrückt. Aber okay. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt irgendwie hier mal auf der Seite hier verteidigen. Ich nehme jetzt einfach mal eine Skelettarmee. Sollte eigentlich auch passen. Da kommt nämlich der Inferno-Drache noch rüber. Sehr schön. Okay, die haben jetzt einen Sepp aufgebraucht und perfekt. Beide Truppen sind down. Okay, es ist auf jeden Fall richtig, richtig schwer, Leute. Also unterschätzt das auf jeden Fall nicht, wenn wir jetzt hier verlieren. Das ist wirklich richtig, richtig schwer. Das glaubt ihr wahrscheinlich nicht so krass, aber egal. Okay, so. Perfekt. Ja, das stimmt alles soweit auf der Seite. Der Fireball war natürlich richtig stark vom Gegner, aber ja, okay, Thumbs up. Dann geben wir einfach mal ein paar Däumchen zurück. Ja. Okay. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne einen Daumen auf das Video da lassen. Genau, auch wenn euch das Video gefällt, könnt ihr das natürlich gerne bewerten. Also jetzt müssen wir natürlich hier gucken. Ja, ich habe mal einen Mini-P.E.K.K.A. Ja, passt. Der Funky sollte eigentlich ganz gut sein gegen die Barbaren. Sehr schön. Hier nehme ich jetzt mal den Inferno-Drachen, du den Mega-Lakai. Okay, das könnte jetzt was Gutes werden. Da müssen... Ey, irgendwie kriegen die das eh noch gedreht wieder, dass da irgendwie keine Truppen von uns irgendwie gut sind. Perfekt, perfekt, perfekt. Der Sepp kam viel zu spät. Ups, ja okay, sie haben ups geschrieben, das heißt, wir haben ja auf jeden Fall schon mal den Tower down, glaube ich. Ja, ja. Der Tower könnte gut was werden. Ah. Oh, die haben noch einen Sepp am Start, oh mein Gott. Komm, 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 komm. Ja! Oh mein Gott, Leute, jetzt nur noch verteidigen, gar kein Elixier wasten. Lass mal ganz entspannt rechts, immer auf rechts, also nichts Teures setzen. Okay, ja, ich habe nur noch Spells sonst gehabt. Okay, nur noch Spells, ja. Wir müssen jetzt auf jeden Fall richtig, richtig aufpassen. Hier nehme ich den Funky, okay. Hier kommt Skelettarmee, Mini-P.E.K.K.A., komm, komm, komm. Hier kommt Volks auch rein, ja, ja, komm. Ja, perfekt. Ihr habt gesehen, Leute, meine Skelettarmee wäre gut geplaced, weil die haben den Sepp total verfehlt. Die dachten wahrscheinlich, oh, die Seppen, die kommen jetzt mit einer Skelettarmee da und da. Aber ich habe sie natürlich in der Mitte gesetzt, ist natürlich auch schlauer. So, rechts ist alles gecleant. Jetzt müssen wir links aufpassen, links total aufpassen. Mini-P.E.K.K.A. gesetzt. Ja, Mini-P.E.K.K.A. ist sehr gut, komm, komm, komm. Nein, die dürfen nicht durchkommen. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Alter. Das können echt, wir haben gewonnen. Krank. Gutes Spiel, Leute, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Das ist verdammt heftig. Level 1 und ein Level 13er. Ja, rasieren hier einfach mal Level 11er, also im Durchschnitt sind die Level 11. Ich würde sagen, wir hauen noch ein Game rein. Ja, direkt noch ein Game. Das nächste Game hat begonnen und wieder Level 11er. Oh mein Gott. Alter, die lachen uns hier schon so ein bisschen aus, die heulen uns schon aus. Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder so spielen wie eben, weil wir haben eben echt gut gespielt. Da waren echt nicht viele Fehler bei. Richtig, richtig gut. Also wir hatten immer relativ viel Glück. Der eine Push hat natürlich auch echt... Okay, die haben eine Rakete. Oh! Okay, oh mein Gott, das war echt absolut schlecht. Eigentlich müssen wir das ausnutzen und rechts pushen, ne? Ja, ich habe keinen Tank, ich kann Mini-P.E.K.K.A. setzen. Ja, okay, ich nehme hier noch einen Inferno-Drachen. Okay, das ist natürlich doof, falls wir jetzt einen fetten Tank haben, ne? Okay. Naja, das ist doof, das ist absolut scheiße. Mist, Leute. Komm, wir müssen jetzt irgendwie das verteidigt bekommen. Ich hau hier mal einen Tunnelgräber hin. Okay, hast du einen Kampfholz? Nein. Oh Gott. Nicht, aber dann, ja. Der Feuerball hat schon. Ja, der Tower ist so gut wie down, aber Leute, never give up. Okay, die wollen uns hier echt provozieren. Das wäre natürlich richtig witzig, wenn wir noch irgendwie gewinnen würden, aber es ist natürlich echt schwer, sowas noch umzudrehen. Aber wir geben unser Bestes, wenn wir verlieren, ist es auch nicht schlimm. Wir haben ein Game gewonnen, womit ich echt nicht gerechnet hätte. Und vor allem aber unser allererstes Game. Ja, unser allererstes Game hier direkt gewonnen. Okay, die kommen mit einer Rakete. Ja. Komm, hau raus, Die wollen auf Nummer sicher gehen. Jetzt kommen sie mit Raketen. Aber mit links können wir den Funky doch eigentlich irgendwie verteidigt bekommen, oder? Mit einer Skelettarmee oder einem Zap? Skelettarmee. Ich habe noch einen Zap auf... Okay, dann nehme ich hier mal die Princess und nehme dann hier mal den Inferno-Drachen schnell. Komm. Jetzt wird es mit der Skelettarmee schwer. Ja, wir müssen irgendwie... Oh Gott, nein. Nein. Ich habe noch so eine... Ah, komm, jetzt muss er den Sparky... Komm. Ja. Oh mein Gott, Boah, war das knapp gerade. Alter Falter. Okay. Ich nehme rechts das Kampfholz, wenn es okay ist, oder? Brauchen wir das eigentlich? Eigentlich nicht, das regelt auch ein Eisgeist. Ja, okay. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, wir haben auf jeden Fall links ein bisschen Schaden gemacht. Ihr müsst halt wissen, Level 1 Tower sind halt nicht so stark. Ja, ich merke gerade, Level 7 Tower normal. Okay, jetzt verteidigen. Okay, Kampfholz, ich hau ein Kampfholz raus. Ich habe auch ein Kampfholz. Nein, ich habe so ein... Oh, Mist. Wenigstens ist der Hawk nicht durchgekommen dadurch. Ja. So, hier ein Sepp. Okay, das sieht gut. Nein, komm, wir müssen jetzt hier durchkommen. Komm. Wir haben nur noch nicht so viel Zeit. Also, warte, die haben P.E.K.K.A. Oh mein Gott, die haben P.E.K.K.A. Ich setze mal Mini-P.E.K.K.A. Ich setze hier noch einen Inferno-Drachen. Okay, die hauen hier alles auf einen Haufen. Komm. Ist das gut? Ich weiß nicht. Ja. Boah, es ist... Na, nee, ich glaube, das wird nichts. Ich hole nochmal einen Tunnelgräber vorsichtshalber drauf, aber... Komm. Warte mal, Mist. Ich werfe mal ein Feuer. Ich hole hier mal ein Kampfholz rein. Dann geht nämlich der E-Magier down. Ja. So, hier mal eine Skelettarmee geplaced. Okay, direkt perfekt. Den nächsten Push übergehen, okay, wir brauchen... Hallo, 7 Sekunden noch. Komm, let's go. Hau mal alles rein. Sepp, alles rein, komm. Bin ich schon dabei. Ich habe einen Feuerball. Ah, ist zu spät. Oh Gott. Leute, das war ein richtig spannendes Game. Ich würde sagen, ein drittes machen wir noch und dann sehen wir uns gleich in dem Game wieder. Da sind wir im dritten Game angelangt. Wieder Level 11er. Okay, wir haben es heute mit den Level 11ern. Ja. Okay, jetzt nochmal alles auf ein Spiel setzen. Hier, komm, wir müssen auf jeden Fall nochmal gewinnen. Wenn wir das gewinnen, dann haben wir den größten Teil des Videos gewonnen. Das wäre natürlich toll hier. Okay, nichts machen hier gegen die Skelettarmee. Die sollten wir irgendwie mit der Princess in der Mitte oder so verteidigt bekommen. Ich hau hier mal eine Princess hin. Und sie kommen mit der Rakete schon wieder. Oh Gott, Leute. Wir haben echt keine guten Gegner. Wir haben echt komische Gegner hier. So. Okay, ich weiß nicht, wie das mit dem Eisgeist aussieht. Ich habe keine Ahnung. Okay, hier sind wir natürlich jetzt am Arsch. Nee, das passt. Mini-P.E.K.K.A. Ja, was mache ich denn hier? So, okay, komm, versuch mal so noch so einen Eismagier oder so. Achso, ich dachte, du meinst es komplett pushen. Nee, der Eismagier plus Ding-Kombi. Ja, okay. Aha, als Riesenskelett. Oh, er drückt ihn zum Tower. Er kriegt vielleicht sogar noch ein paar Hits raus. Hier, ich hau mal ein Holz raus. Wir beide hatten den gleichen Gedanken. Okay, wir müssen, das sieht echt verdammt schwer aus. Wie machen wir das mit dem Dings? Kann man das hier, lenk du den mal ab? Ich habe die erstmal abgelenkt. Perfekt, dann kriegen wir das damit hin. Oh. Ja, die haben halt, ich brauche halt irgendwie mehr Elixier. Ich habe zu wenig Elixier. Versuche mal irgendwas dahin zu placen. Mini-P.E.K.K.A. Ja, okay. Ja, eigentlich, ich muss jetzt hier was placen, sonst kommen die an Tower alle. Ja, ich wollte gerade zappen. Der Zapp war schon raus. Hast du irgendwie Elixier auf der linken Seite? Ne, ich habe gar kein Elixier. Ja, ich habe auch gerade gar kein Elixier. Okay, das sieht nicht gut aus. Das ist ein verlorenes Game, Leute, aber ja, wir haben ein Game gewonnen, was schon echt verdammt krass ist. Und das zweite war fast unentschieden. Ja, genau, also wir haben ein Game gewonnen und ich finde, das ist schon echt krass. Ihr müsst halt wissen, ich bin Level 1, er ist Level 13 und sowas ist extrem schwer, weil die Tower einfach halt auch echt wenig Leben haben. Und ja, meine Karten sind jetzt auch nicht die krassesten. Aber ihr müsst halt wissen, unsere Tower sind halt einfach komplett scheiße, weil wir sind halt im Durchschnitt Level 7 und unsere Tower machen dementsprechend natürlich auch nicht so viel Schaden wie die gegnerischen Tower und sie haben halt noch wenig Leben. Deswegen, das ist eigentlich so wie ein Touchdown-Modus. Falls ihr den Touchdown-Modus kennt, so fühlt sich das ungefähr an. Ja. Ja, ich würde auch sagen, Leute, das war's dann mit im heutigen Video von Clash Royale. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr Folgen von dem Level 13 und Level 1 Account sehen wollt, also in der Kombination, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Vielleicht machen wir nochmal ein paar Duo-Kämpfe irgendwann. Checkt auf jeden Fall Anonym Chris aus und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Drama.